Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Freitag, den 27. Januar. Schauen wir mal, was haben wir heute? Heute wird wieder die Orakelkarte oben liegen. Ja, reinigen und entgiften. Aha. Ja, mit großer Liebe und Respekt bitten wir dich, deinen kostbaren und empfindsamen Körper zu entgiften. Auf deine Bitte hin werden wir dir sowohl helfen, Lebenskraft fördernde Wege zu finden, mit Stress umzugehen, als auch jeglichen Kummer erleichtern, den du beim Ablegen deiner alten Gewohnheiten empfinden magst. Überlasse uns deine Sorgen, Ängste und Bedenken und bade im Gefühl der wunderbaren Anmut deines frisch gereinigten Körpers. Ja, natürlich kann eben auch ein äußeres Reinigen, ja, schon auch wichtig und wohltuend sein, ja, und spüren wir das ja einfach auch, ne? Wir fühlen uns danach besser. Insofern, kleinen Moment bitte, ich muss mich mal kurz. Ja, insofern lässt sich das natürlich einfach auch übertragen auf andere Dinge, ne? Oder ne? Dürfen wir einfach unsere Schlussfolgerungen dafür auch für Dinge im größeren Stil ja, anwenden, ziehen, unsere Schlüsse ziehen. Ja? Ne? Wir hatten ja diese Woche eben den Neustart in etwas. Ne? Vielleicht möchtest du tatsächlich nochmal etwas aufgreifen oder bist es tatsächlich auch angegangen, etwas loszulassen, nicht nur an Sorgen und Ängsten und Bedenken, sondern vielleicht auch ja, tatsächlich an Süchten, ja, oder an alten Glaubenssätzen, an Einstellungssachen, an Gewohnheiten, ja. Ja, tu das, bleib da dran. Ne? Das wird deiner Seele, deinem Körper, deinem Geist wohltun. Ja? Es wird auf allen Ebenen wohltun, wenn du dir selber Liebe und Respekt auch erweist. Ne? Und mit großer Liebe und Respekt wirst du auch gebeten darum, ne, deinen kostbaren, empfindsamen Körper zu entgiften. Ja? Von dem, ne, was in der Woche jetzt gewesen ist, aber auch für längere Zeit gewesen ist, ja, lass es einfach auch los. Ja, entgiften heißt einfach auch loslassen, sich nicht länger an etwas festhalten, was nicht wohltut. Ne? Gerade auch, wenn uns bewusst ist, ne, dass es nicht wohltut. Ne? Sei es eine bestimmte Beziehung, ein bestimmter Glaubenssatz, ja, tatsächlich auch eine Sucht, eine Verhaltensweise, eine Einstellungsweise, seien es eben bestimmte Erlebnisse jetzt aus der Woche, ja, ja, lass einfach auch bewusst los, ne? Lass es hinter dir, um ja einfach zum Beispiel auch die Kraft des Wochenendes dann gut nutzen zu können, ja, um dir wieder auch Kraft und Lebendigkeit zukommen lassen zu können. Ja, was haben wir denn hier noch weiter? Ja, der Reiter, ja. Neun Herz haben wir dabei, die Wunscherfüllung, die eigene Fülle, Glücklichkeit, persönliche Glücklichkeit. Ja, mach dich einfach da auch eben auf in ein neues Kapitel. Ja. Mit dem Reiter startet hier eben auch ein neues Kapitel. Lass da etwas hinter dir, lass es los. Ja. Starte gut ins Wochenende, ja. Vielleicht unterstützen dich da eben bestimmte, ja, ja, einfach auch diese Energien nochmal oder eben auch Freunde, die mit dir unterwegs sind, wohlgesonnene Menschen, ja, hilfreiche, unterstützende. Vielleicht sind es auch bestimmte Botschaften, die heute zukommen und ja, das können ganz reale Botschaften sein, ne, die dich unterstützen. Vielleicht sind es auch Botschaften, eben von denen du dich auch lossagen solltest, ne, dich entgiften solltest, weil ja einfach
jetzt gerade nicht die Zeit ist, sich damit auseinanderzusetzen oder auch weil die Zeit ja überhaupt nicht mehr ist dafür. Ne? Ja, starte in ein neues Kapitel da auch. Ne? Ja, und wenn es erstmal halt grundsätzlich das Wochenende auch ist, ja. Aber ne, vielleicht kommen dir hier wirklich auch Botschaften zu, die dich sehr unterstützen, dass du Altes hinter dir lassen kannst. Ne? Vielleicht auch aufschreiben und verbrennen kannst. Ja, schau einfach, es gibt einfach auch ja, verschiedenste Rituale, ne, die für Loslassen gut geeignet sind. Ne? Page der Münzen, ja, auch so eine junge, jugendliche Energie, auch wie beim Reiter. Ne? Und das ist auch so eine Neustart-Energie, eine, die ja, ihre Chance ergriffen hat, ihre Chance auf Glück, Stabilität, Beständigkeit. Ja, hast du deine, ergreifst du deine Chance heute dafür ganz konkret, ne? Zu eigener Wunscherfüllung, zu eigener Stabilität, Genesung, Stärkung, ja. Ja, vielleicht gehst du auch im Finanziellen hier etwas ganz neu an, ja, achtest da auch gut auf das, was du ausgibst, ja. Es ist jedenfalls einfach auch angeraten, mit kleiner Münze zu zahlen, ja, vorsichtig zu sein. Ja, vielleicht ist hier gerade auch nur wenig vorhanden. Das kann auch sein. Vielleicht macht dir das auch irgendwie Kummer und Sorgen. Ja, vielleicht gibt es dahingehend auch bestimmte Botschaften. Ja. Aber vielleicht auch Botschaften, ne, die hier über ja, auch Unterstützung ja, berichten. Ne, Botschaft zukommen lassen. Vielleicht spielt dein Kind hier eine wichtige Rolle an dem Tag, falls das für dich zutreffen sollte, ja, wird es hier einfach auch Möglichkeiten, wunderbare Möglichkeiten zum Miteinander geben, ja, zu leichtem Miteinander, zu entlastetem Miteinander. Ja, vielleicht darfst du hier auch etwas hinzulernen heute, ja. Es ist auch so ein Stück weit die Lehrlingskarte, ja, vielleicht bist du heute eine, startest du heute eine Weiterbildung, auch das ist ja möglich, ja, gehst dahingehend ein neues Kapitel an, ja, aber, ne, reichert sich dein Schatz einfach auch von Neuem an, ne, egal in welcher Hinsicht, ja, dann wünsche ich dir eine sehr bereichernde, wundervolle, auch entlastende, stärkende Zeit, die hier heute für dich anbricht. Alles Liebe und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.